Warum ich mitmache? Nach meiner Ausbildung wollte ich die Welt mit anderen Augen sehen. Etwas dazulernen, mit anderen zusammen etwas verändern. Das kambodschanische Lächeln, die Gastfreundschaft, die Höflichkeit, das sind alles Erfahrungen, die ich in Kambodscha als Brot für die Welt Freiwilliger gesammelt habe und die prägen mich bis heute. Der Freiwilligendienst hat mich in meiner Entscheidung bestätigt, soziale Arbeit zu studieren. Denn ich möchte es auch weiterhin schaffen, Menschen mit meiner Arbeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mach mit! Glück auf Erzgebirge! Ein Rückblick auf die Ereignisse der 42. Kalenderwoche 2016, das ist der Inhalt der kommenden halben Stunde. Die Nachrichten am Montag. Der Wettbewerb Tradition und Form gibt der erzgebirgischen Handwerkskunst eine Plattform. Frank Vogel, Landrat des Erzgebirgskreises, sagte, Kunsthandwerk gehört zweifellos mit zu den bekanntesten Wirtschaftszweigen in der Region. Der Erzgebirger und die Holzkunst gehören nun einmal zusammen. Der Begriff Mennelmacher ist für mich keine Abwertung. Im Gegenteil, wer sich seit Jahrzehnten auf dem Markt so exzellent behauptet, der versteht wahrlich sein Handwerk. Jetzt stehen die Preisträger der 22. Auflage des Wettbewerbs Tradition und Form fest. Unter erzgebirgskreis.de sind sie zu sehen. Die Schirmherrin des Müttergenesungswerkes, Daniela Schad, Partnerin von Bundespräsident Joachim Gauck, hat sich am 14. Oktober vom bundesweit einzigen qualitätsgeprüften spezifischen Vater-Kind-Konzept überzeugt. Dieses Konzept wird in der vom Müttergenesungswerk anerkannten Mutter-Vater-Kind-Vorsorgeklinik Grünhain umgesetzt. Bei einem Rundgang und Gesprächen nannte Daniela Schad das Konzept vielversprechend und zukunftsweisend. Es habe damit den Boden für ein Kurkonzept für pflegende Angehörige bereitet, sagte sie. Für Väter bedeutet das, sie werden in kleinen, speziell auf Väter ausgerichteten Gruppen betreut und therapiert und nicht wie in anderen Mutter-Kind-Kureinrichtungen unter die Frauen gemischt. Man trenne strikt, hieß es in Grünhain, weil damit Hemmnisse überwunden werden und ein besserer Kurerfolg erreicht werden kann. Bedürfnisse von Frauen und Männern seien unterschiedlich und müssten darum auch unterschiedlich interpretiert werden. Die Klinik in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Südsachsen ist mit dem MGW-Qualitätssiegel ausgezeichnet und hat als eine von 16 Kliniken im Verbund ein geprüftes Väterkonzept. Mehr zum Thema und zum Besuch morgen bei ErzTV Kompakt. Der erzgebirgische Bundestagsabgeordnete Günther Baumann hat sich nach einem Fachgespräch bei der Bundespolizeidirektion Pirna für mehr Personal bei der Polizei ausgesprochen. Günther Baumann: Unsere Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf Sicherheit und der Staat muss alles Notwendige dafür leisten. Gerade die Ereignisse der letzten Tage zeigen uns, wie nah wir an Gefährdungen dran sind. Ohne jede Panik muss weiter ruhig, besonnen und zielstrebig an der Verbesserung der Sicherheitsarchitektur gearbeitet werden. Dies kostet Geld und wir benötigen mehr Personal. Der sehr sachliche Dialog bei der Bundespolizei hat mir geholfen, die aktuelle Lage richtig einzuschätzen und das jetzt Notwendige in Berlin entsprechend mit einzuleiten. Der Bau der B101 in Annaberg-Buchholz ist im Wesentlichen abgeschlossen. Nach dem Aufbringen einer neuen Straßendecke zwischen der Kreuzung Barbara-Uttmann-Ring, Wohngebiet Adam Ries und der östlichen Einfahrt zum Gewerbering ist die Bundesstraße in diesem Bereich wieder für den Verkehr freigegeben. Bis Ende Oktober wird lediglich noch die westliche Einfahrt in den Gewerbering erneuert. Über die östliche Einfahrt ist der Gewerbering dabei weiter erreichbar. In Oberwiesenthal wird ab Dienstag die Annaberger Straße, das ist die B95, auf dem Abschnitt vom Bahnübergang bis zur unteren Stadteinfahrt voll gesperrt. Auf ca. 200 Meter Länge erfolgen bis voraussichtlich 28. Oktober Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke. Eine Umleitung wird innerörtlich ausgewiesen. Die Sorgenfalten beim EHV Aue werden immer größer.
Der Handball-Zweitligist kämpft in dieser Saison nicht um einen einstelligen Tabellenplatz mit Blick Richtung Aufstiegsränge. Im Gegenteil, nach der 16:28 Niederlage bei der HSG Nordhorn-Lingen am Sonntagabend findet sich die Mannschaft von Cheftrainer Mike Hanschke nach 8 Spieltagen mit lediglich 2 Punkten am Tabellenende wieder. Gunther Heyer aus Grottendorf hat bisher unbekannte Filmaufnahmen von Anton Günther entdeckt. Wie der Wochenspiegel berichtet, fand er das Material nach aufwendiger Recherche im Bundesfilmarchiv. Die Aufnahmen sollen im Jahr 1937 und damit kurz vor dem Freitod des erzgebirgischen Heimatdichters entstanden sein. In Schwarzenberg wurde der Titel der Art Figura 2017 bekannt gegeben. Anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reformation 2017 wurde der Vorschlag Reformation von der Kuratorin des Schwarzenberger Kunstpreises Anna Franziska Schwarzbach ausgewählt. Bis zum 31. März 2017 können nationale und internationale Künstler einen Wettbewerbsbeitrag in Form einer Plastik oder Skulptur, die sich mit dem Thema Reformation auseinandersetzt, bei der Stadt Schwarzenberg einreichen. Weitere Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten und die Bewerbungsunterlagen finden interessierte Künstler auf der Internetseite art-figura.de. Der Kunstpreis Art Figura wird bereits zum 7. Mal ausgelobt. Er hat sich in den vergangenen 10 Jahren als ein fester Bestandteil in der Schwarzenberger Kunst- und Kulturlandschaft etabliert und ist weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Die Meldungen fürs Erzgebirge am Dienstag. Am Montagabend wurde in Dresden zum 6. Mal der Sächsische Bürgerpreis verliehen. In der Kategorie Engagement in der Schule für Demokratie und Toleranz wurde der Adam-Ries-Bund aus Annaberg-Buchholz geehrt. Der Verein organisiert mit dem Adam-Ries-Wettbewerb einen jährlichen mathematischen Wettbewerb für Schüler der Klassenstufe 5 aus Bayern, Sachsen, Thüringen und Tschechien. In der Begründung heißt es, der 1991 gegründete Verein verfolgt das Ziel der Bewahrung des kulturellen Erbes, weckt mathematische Interessen, Freude am Rechnen und befasst sich mit dem Werk des Rechenmeisters Adam Ries. Die Organisation des Wettbewerbs und die Betreuung der Schüler erfolgt durch die ehrenamtlichen Mitglieder. Wenn Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich zum Abschluss eines Bauprojektes kommt, dann muss dieses ein bedeutendes sein. Am Montag war der Landesvater in Schwarzenberg präsent. Nach einem Besuch im dortigen Kartonagenwerk übergab er mit Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer eine sanierte Eisenbahnkreuzungsanlage ganz in der Nähe. Mit deren Fertigstellung ist das Großprojekt Neuerschließung Gewerbegebiet Raschauer Weg in Schwarzenberg vollendet. Bereits vor einem Jahr wurde die Brücke, die die B101 und den Raschauer Weg über die Große Mittweida verbindet, feierlich übergeben. Wie Ministerpräsident Tillich am Montag erfuhr, passieren diese allein zum Kartonagenwerk täglich 50 Lastzüge und etwa 450 PKWs. In Hommersdorf ist in der vergangenen Woche das ehemalige Werk 10 Stück für Stück verschwunden. Für den Abbruch des maroden Fabrikgebäudes in der oberen Dorfstraße und die Sanierung des ehemaligen Industriegeländes wurden laut Stadtverwaltung Zwönitz 220.000 Euro veranschlagt. Der Abbruch wurde durch Mittel aus dem Förderprogramm zur Brachflächenrevitalisierung möglich. In Annaberg-Buchholz wird ein städtebaulicher Schandfleck im Stadtteil Buchholz beseitigt. Vom 20. Oktober bis voraussichtlich 30. November werden die Gebäude Meisterstraße 8 bis 12 abgerissen. Aus Sicherheitsgründen sowie für die notwendige Baufreiheit muss dabei die Meisterstraße im Abbruchteil voll gesperrt werden. Als in Schwarzenberg der 80-jährige Fahrer eines PKW Citroën am Montag aus einem Grundstück auf die Sachsenfelder Straße fahren wollte, ist er mit einem dort fahrenden Motorrad zusammengestoßen. Der 62-jährige Yamaha-Fahrer
wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Über 120 Werkstätten haben am vergangenen Sonntag beim Tag des traditionellen Handwerks im Erzgebirge Einblicke in die Vielfalt der hier gefertigten Erzeugnisse gegeben. Neben Schnitzen, Klöppeln, Sticken, Schmieden und Töpfern konnte man auch für das Erzgebirge eher ungewöhnliches Handwerk wie die Porzellanhandmalerei kennenlernen. Heidi Kuhn betreibt diese Handwerkskunst in Wiesa. Ein Motiv hat es der Porzellanmalerin besonders angetan. Also die Vogelbeere ist ein Motiv, was meiner Meinung nach eben zum Erzgebirge gehört. Und es gibt zu wenig Produkte um dieses Thema herum. Und da ist mir es wichtig, dass mal ein bisschen mehr für die Vogelbeere getan wird. Und deshalb habe ich auch viele Stücke in meinem Atelier mit dem Thema Vogelbeere bemalt. Weitere Einblicke in das Atelier von Heidi Kuhn geben wir in der nächsten Ausgabe von ErzTV, das Magazin. Zum Sport. Seit dieser Woche gibt es die begehrten Tickets für den GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland, der 2017 vom 14. bis 16. Juli auf dem Sachsenring stattfinden wird. Seit vielen Jahren schon ist es Tradition, dass die Tribüne T10, die sich direkt an der Karthalle befindet, bereits am ersten Vorverkaufstag ausverkauft ist. Auch für 2017 war das wieder der Fall. Innerhalb nur einiger weniger Stunden war die T10 am Montag wieder vergriffen. Insgesamt wurden am 17.10. bereits knapp 6.000 Tickets an die Frau oder den Mann gebracht, die 2017 den 20. Jahrestag der Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Sachsenring seit der Rückkehr dieser 1998 zum Traditionskurs in Sachsen mitfeiern. Zum nächsten Heimspiel des FC Erzgebirge am Freitag, dem 23. Oktober gegen den 1. FC Union Berlin, wird es erstmals eine neue Linie beim Feilchenbusservice geben. Die Fahrtroute führt von Plauen entlang der B169 bis nach Aue auf den Zeller Berg. Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.fc-erzgebirge.de in der Rubrik Fanzone. Am vergangenen Wochenende führte der rassige Flügelzüchterverein Annaberg 1845 seine traditionelle Ausstellung durch. Vereinschef Matthias Beckert zeigte sich erfreut, dass erneut sehr viele Kinder die Ausstellung besucht haben. Außerdem konnten in der Turnhalle an der Riesenburg in Annaberg neben einheimischen Zuchtfreunden auch Züchter zum Beispiel aus Chemnitz, dem Vogtland, Freiberg oder aus Sachsen-Anhalt begrüßt werden. Zu sehen waren 437 Tiere, von denen 11 ein V wie vorzüglich und 15 ein HV wie hervorragend erhielten. Die Meldungen am Mittwoch. Der Landesverband der Lebensmittelkontrolleure Sachsens tagt erstmals im Erzgebirgskreis. In einem Oberwiesenthaler Hotel wird Ende der Woche der 26. Verbandstag des Vereins mit einer Fortbildungsveranstaltung durchgeführt. Der Landesverband der Lebensmittelkontrolleure Sachsens wurde im Jahr 1990 als Berufsfachverband für alle im Freistaat Sachsen tätigen Lebensmittelkontrolleure gegründet und vertritt heute 2/3 der in Sachsen tätigen Lebensmittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleure. Der frische Markt Bad Schlema feierte am Mittwoch sein 10-jähriges Jubiläum. Der Markt wurde 2006 als erster Bürgerkonsum Sachsens von damals 60 Mitgliedern gegründet, um die Nahversorgung im Zentrum des Ortes zu sichern. Das hatte seinerzeit weiterhin Beachtung gefunden. Seit dem Frühjahr 2016 errichten die Stadtwerke Annaberg-Buchholz im Münzviertel in der Altstadt ein neues Fernwärmenetz. Das ist physisch nicht mit dem bestehenden Netz verbunden. Das neue Heizwerk im altehrwürdigen Stadtbad wird zum Ende des Ausbaus über 7 Blockheizkraftwerkmodule mit einer thermischen Leistung von je 80 Kilowatt sowie 2 Spitzenlastkessel mit einer thermischen Leistung von je 700 Kilowattstunden verfügen. Um einen optimalen Anlagenbetrieb der Module zu gewährleisten, kommen zur Unterstützung 2 Pufferspeicher mit einem Volumen von je 50 Kubikmetern zum Einsatz. Neben den baulichen Maßnahmen am Heizwerk
ist in den letzten Wochen sukzessive das Wärmeleitungsnetz im Münzviertel gewachsen. Bisher waren 260 Meter für die Trasse 1 im Abschnitt Benediktplatz, Johannesgasse sowie 95 Meter für die Trasse 2 in der Frohnauer Gasse verlegt. In Summe sind bislang 16 Gebäude an das entstehende Fernwärmenetz angeschlossen. Außerdem verlegen die Stadtwerke Annaberg-Buchholz im Zuge der Arbeiten im Münzviertel neue Leitungen für Betriebstechnik, Strom, Gas und die Straßenbeleuchtung. Eine Sperrung gibt es in Thalheim zu beachten. Bis 25. November ist die Zufahrt zum Kindergarten Bienenkorb auf der Bahnhofstraße vollgesperrt. Es wird ein neuer Abwasserkanal verlegt sowie die Fahrbahndecke saniert. Die fußläufige Erreichbarkeit des Kindergartens wird über einen Fußgängernotweg, der über das Betriebsgelände der Firma Krempel verläuft, gewährleistet. Die Zufahrt zum Kindergarten ist ausschließlich für Rettungsfahrzeuge sowie Fähr- und Entsorgungsfahrzeuge sichergestellt. Mit Medien umgehen lernen. Damit kann man nicht früh genug anfangen. In der Kindertagesstätte Mäuseburg in Annaberg-Buchholz wird dies in dieser Woche getan. Gemeinsam mit den Erzieherinnen der Einrichtung teilen Mitarbeiter der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien den Kindern viel Wissenswertes über Medien mit. Mit dem spannenden Projekt zur Medienkompetenz sollen die 4- bis 5-Jährigen angeregt werden, über den eigenen Medienumgang nachzudenken. Die Kids der Gruppe Knappermäuse werden selbst zu Medienmachern und erstellen mit medienpädagogischer Hilfe sogar eigene Video-, Audio- oder Multimedia-Produkte. Wir waren, wie hier zu sehen, beim Beginn dieses Projektes dabei, als sich die Kinder den erfahrenen Medienpädagogen aus Leipzig vorstellen sollten. Zum Abschluss des Projektes präsentieren die Kinder die Ergebnisse den Eltern. Am Dienstag führte die Regionalverkehr Erzgebirge GmbH erfolgreich die letzte Busschule für dieses Jahr durch. Insgesamt 90 Veranstaltungen wurden an den 6 RVE-Standorten angeboten und von insgesamt knapp 3.700 Schülern sehr gut in Anspruch genommen. Denn das richtige und vor allem verkehrssichere Verhalten und Mitfahren will gelernt sein. Bei der Busschule fährt ein Bus an der Schule vor und speziell geschulte Busfahrer des Verkehrsbetriebes werden zu Busschule-Lehrern. Am und im Bus werden durch praxisbezogene Übungen die Kinder auf verschiedene Gefahrensituationen aufmerksam gemacht. Auf der Frankfurter Buchmesse zeigen sich vom 19. bis zum 23. Oktober auch Aussteller aus dem Freistaat Sachsen mit ihren vielfältigen und interessanten Neuerscheinungen. Erstmals mit dabei ist der Buchvolk Verlag aus Zwickau, der für innovative Texte von lustig bis schwarzhumorig, von frech bis gruselig steht. Als Highlight bringt der Verlag den Grafiker, Karikaturist und Illustrator Ralf Alex Fichtner aus Schwarzenberg mit, hier Archivbilder. Er wird am sächsischen Messestand Schnellporträts, 3 Minuten pro Person, der Gäste und Kunden zeichnen. Die sächsische Staatsregierung hat den Entwurf für ein Änderungsgesetz zum sächsischen Landesblindengeldgesetz beschlossen. Die Gesetzesänderung sieht erstmals seit 1996 eine moderate Erhöhung des Landesblindengeldes auf 350 Euro pro Monat vor. Im Jahr 2015 haben 6.289 Bürger das Landesblindengeld erhalten. Das Änderungsgesetz wird nun dem Sächsischen Landtag zur Beschlussfassung zugeleitet und soll zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. Hier das Rathaus der Stadt Schwarzenberg. Jetzt am Freitag bleibt es geschlossen. Die Stadtverwaltung gibt dafür betriebliche Gründe an. Meldungen in Bild und Ton fürs Erzgebirge am Donnerstag. Die Eisenbahnverbindung zwischen Thalheim und Aue wird nicht zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 eingestellt. Bis zum Beginn der Bauarbeiten im März 2018 fährt der Zug von Aue nach Chemnitz wie bisher. Von März 2018 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018
wird die komplette Eisenbahnstrecke Aue-Chemnitz gesperrt und zum Chemnitzer Modell ertüchtigt. In diesem Zeitraum erfolgt Schienenersatzverkehr. Ab Dezember 2018 verkehren die neuen Citylink-Bahnen im unteren Teilabschnitt nach Chemnitz und im oberen Teilabschnitt weiterhin Züge nach Aue. So lauten die Informationen des Verkehrsverbundes Mittelsachsen zur Bürgerinformationsveranstaltung am Dienstag in Einsiedel, an welcher der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler am Kreistag, Jürgen Förster, teilnahm. Laut Förster sind die Kreistagsfraktionen von CDU, FDP, Linke, SPD und die Gruppe Grüne mit dem Ergebnis nicht mehr zufrieden und sagen in einer gemeinsamen Erklärung, es war richtig, die Bürger zum Einspruch gegen den Entwurf des Nahverkehrsplanes des VMS zu aktivieren und sich für den Erhalt aller Erzgebirgsstrecken einzusetzen. Die Aktivitäten waren vielfältig und gut vernetzt. Diese reichten von mit Stadtratsbeschlüssen untersetzten Stellungnahmen der Stadträte bis zu Unterschriftensammlungen. Der Städteverbund Silberberg und die Stadt Annaberg-Buchholz haben ihre Stellungnahmen medienwirksam in Chemnitz überreicht. Alle Jugendlichen, die im nächsten oder übernächsten Jahr die Schule beenden, sollten sich jetzt schon intensiv mit ihren Berufswünschen auseinandersetzen. In zahlreichen Betrieben endet bereits Ende Oktober oder im November diesen Jahres die Bewerbungsfrist für das neue Ausbildungsjahr Herbst 2017. Das rät die Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz. Deren Berufsberater unterstützen die Jugendlichen bei der Berufswahl und geben Auskünfte über viele regionaltypische Berufe sowie Ausbildungsmöglichkeiten. Schülerinnen und Schüler können unter der kostenfreien Service-Hotline 0800 4x5 und 2x0 ein Beratungsgespräch beim Berufsberater vereinbaren. Die Anmeldung zur Berufsberatung ist auch online möglich. Der Annaberg-Buchholzer Oberbürgermeister Rolf Schmidt besuchte in dieser Woche Sebastian Seidel alias DJ Rix, Martin Bonitz und Andreas Brückner. Gemeinsam haben sie in der Kreisstadt ein völlig neues Tonstudio geschaffen. Unter dem Label Madix steht es nun Musikern, Bands und Privatpersonen offen. Eingerichtet ist es im unteren Teil des Gebäudes Adam-Riesch-Straße 29, zu DDR-Zeiten bekannt als Wartburg-Werkstatt. Sebastian Seidel sagt, ich will kein Millionär werden, ich will das tun, was mir gefällt und anderen damit Freude bereiten. Bereits mit dem Remix von Die immer lacht stürmte er gemeinsam mit seinem Partner Rico Einenkel die Charts. Bei einer zweitägigen deutsch-tschechischen Polizeiübung am Grenzübergang Deutsch-Neusiedl-Menischek haben über 600 Beamte der sächsischen, tschechischen und bayerischen Polizei, der Bundespolizei sowie des deutschen und tschechischen Zolls unterschiedliche Einsatzszenarien zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und Gefahrenabwehr geprobt. Anlass ist der neue deutsch-tschechische Polizeivertrag, der am 1. Oktober dieses Jahres in Kraft getreten war. Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen. Damit wird es Zeit, Danke zu sagen. Die Volkssolidarität Westerzgebirge hatte dazu über 100 ehrenamtlich tätige Mitglieder ins Kulturhaus Aue eingeladen. Bei Kaffee, Kuchen und einem musikalischen Programm des Bläserquartetts Erzgebirgisches Stollenblech wurde aber nicht nur gemütlich beisammen gesessen, sondern vor allem Danke gesagt. Insgesamt 11 Ehrenamtler wurden für ihre herausragende freiwillige Arbeit geehrt. So konnten 8 Ehrenurkunden und 2 bronzene Ehrennadeln vergeben werden. Adelheid Lehmann erhielt für ihr engagiertes Wirken in der Ortsgruppe Schwarzenberg-Heide an diesem Tag die höchste Auszeichnung, die silberne Solidaritätsnadel. Die Volkssolidarität ist eine Gemeinschaft für und von Menschen, die Solidarität brauchen und Solidarität geben. Der Verein zählt 1330 Mitglieder, die in 31 Orts-, Wohn-, Interessen- und Selbsthilfegruppen organisiert sind. Anlässlich ihres 25-jährigen Firmenjubiläums veranstaltete die Regionalverkehr Erzgebirge GmbH einen Wettbewerb für alle Schulen im Erzgebirgskreis. Unter einem frei wählbaren Motto waren Ideen für die komplette Außengestaltung eines Busses gefragt.
Insgesamt gingen 60 Vorschläge ein, die offiziell zum Tag der offenen Tür am 27. August am RVE-Standort in Zschopau zur öffentlichen Abstimmung vorgestellt wurden. Aus allen abgegebenen Stimmen wurden die Gewinner ermittelt. Erster Platz für die Klasse 3 der Grundschule Pobershau, zweiter Platz für die Klasse 9a der Stadtschule Schwarzenberg, dritter Platz für die Klasse 4b der Grundschule Wiesa. Die offizielle Preisübergabe an die Gewinnerklasse erfolgte durch den Geschäftsführer der RVE, Roland Richter, direkt an der Grundschule im Marienberger Ortsteil Pobershau. Die dritte Klasse darf sich nun nicht nur über 100 Euro für die Klassenkasse, sondern auch über eine Fahrt mit einem Gute-Laune-Bus in den Belantes-Park Leipzig inklusive Eintritt freuen. Und ab voraussichtlich Ende Oktober wird das entworfene Design der Klasse dann einen Bus der RVE schmücken. In Breitenbrunn erscheint nach fast dreijähriger Arbeit Anfang Dezember ein Buch zur Kirchengeschichte des Ortes. Der Titel lautet Kirchfahrt Breitenbrunn von der Kapelle St. Peter zur St. Christophoruskirche. Das umfangreich recherchierte Werk zeichnet im ersten Teil die Geschichte der Kirchgemeinde anhand der Lebenslinien der hier tätig gewesenen Pfarrer nach. Im zweiten Teil befasst sich das Buch mit dem Kirchengebäude selbst und den enthaltenen sakralen Gegenständen und Besonderheiten. Wer das Buch im Rahmen einer Subskription bestellt, erhält es zum Vorzugspreis von 29,95 Euro statt zum späteren Buchhandelspreis von 39,95 Euro. Verbindliche Bestellungen werden bis zum 14. November in den Pfarrämtern Breitenbrunn und Rittersgrün oder direkt bei den Autoren unter breitenbrunnbuch@gmail.com entgegengenommen. Auf dem neu ausgebauten Autobahnzubringer zwischen Schneeberg und Kirchberg hat es am Donnerstagmorgen wieder gekracht. Ein Mann wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war während des Rettungseinsatzes und der Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. In den Zinnkammern Pöhla laufen die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2017 auf Hochtouren. Das Besucherbergwerk kann dann sein 25-jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass wird auch eine ganz besondere Jubiläumsmedaille herausgegeben. Diese wurde jetzt in Pöhla im Beisein von Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer präsentiert. Dabei war Frank Weißflug, Vorsitzender des Vereins Besucherbergwerk Zinnkammern Pöhla, und Dr. Rudolf Riemann, Präsident der Sächsischen Numismatischen Gesellschaft, die Freude über die gelungene Jubiläumsmedaille anzusehen. Diese wird es in Feinsilber zum Preis für 64 Euro und in Kaiserzinn zum Preis für 14 Euro geben. Die Medaille erinnert an das Ende des Bergbaus in Pöhla am 28.06.91 und die 1992 beginnende Zeit als Museum. Jetzt weiter mit den Nachrichten fürs Erzgebirge am Freitag. Die Partei Die Linke im Erzgebirgskreis trifft sich am Sonnabend in Hilmersdorf. Auf der Tagesordnung steht die Wahl des Bundestagsdirektkandidaten für den Wahlkreis 164 Erzgebirge 1. Der Kreisvorstand der Linken wird den Mitgliedern vorschlagen, Klaus Tischendorf zu nominieren. Das wurde am Mittwochabend einstimmig vom Vorstand beschlossen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Veranstaltung verfolgen. Beginn ist 9 Uhr. Erzähl ja niemand, wie schön es hier ist, sonst wollen alle hierher. Dieser Spruch ist zentrales Element der neuen Erzgebirgspostkarten des Regionalmanagements Erzgebirge. Gleichzeitig sind zwei Begriffe besonders hervorgehoben, nämlich schön und hier. Und genau das ist die Kernaussage der Postkarte, welche als neues Element die bestehende Werbemaßnahme des Regionalmanagements erweitert. Das Erzgebirge ist ein Geheimtipp unter den Regionen in Deutschland. Genau darauf spielt die Postkarte mit einem Augenzwinkern an, erklärt Matthias Liske, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge, die mit der Projektsteuerung für das Regionalmanagement betraut ist. Die Postkarte ist bisher mit den Partnerkommunen Annaberg-Buchholz, Marienberg, Oelsnitz, Zwönitz sowie dem Tourismusverband Erzgebirge als auch eine reine Variante des Regionalmanagements Erzgebirge verfügbar.
Erst wenn ich einen Beruf selbst ausprobiert habe, anstatt nur darüber zu lesen, kann ich beurteilen, ob dieser wirklich etwas für mich wäre, erzählt Gymnasiastin Jasmin Göthel beim Fräsen an der CNC-Maschine. Die Zehntklässlerin ist eine Schülerin der Evangelischen Schulgemeinschaft Erzgebirge, für die diese Woche intensive Berufs- und Studienorientierung auf dem Stundenplan stand. Seit einigen Jahren schon führt die Schule die Berufsorientierungstage für die 10. Klassen durch, die neben Vorträgen zum Thema Studium und freiwilliges soziales Jahr vor allem durch Einstellungstests und Trainings im Assessment Center Klarheit über Stärken und Schwächen bringen soll. Ein Praxistag führte die Jugendlichen in diesem Jahr zusätzlich direkt an die Werkstätten von CJD, Christliches Jugenddorf in Neundorf und ASG, anerkannte Schulgesellschaft MBH in Annaberg-Buchholz, um vor Ort eigene Fähigkeiten auszuloten. Organisiert wurde dieser von der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH. 100 Jahre waren es nicht, aber 4 Monate hielt das Geirische Heimatmuseum im Wachturm einen Dornröschenschlaf. Die Stadt Geier freut sich sehr, dass sie einen Prinzen in Gestalt eines neuen Museumsleiters gefunden hat und ab Oktober 2016 wieder seine Türen zu regelmäßigen Zeiten öffnen kann. Lutz Röckert ist gebürtiger Geierscher und möchte sowohl den Wachturm als auch die Stadt als attraktives Ausflugsziel wieder stärker einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein bringen. Der 44-jährige Amateurmusiker versucht vorrangig, auch Kindern und Jugendlichen einen lebendigen Zugang zur Heimatgeschichte zu verschaffen und dem Turmmuseum durch seine musikalische Leidenschaft ein individuelles Image zu verleihen. Über 7 Etagen finden die Besucher Wissenswertes zur Bergbau- und Stadtgeschichte. Geöffnet hat das Turmmuseum Dienstag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr. Ab Montag ist in Bernsbach die Bayerfelder Straße bei Hausnummer 26 bis 28 wegen Herstellung von Abwasserhausanschlüssen voll gesperrt. Die Umleitung ist über Grünhain und Bayerfeld ausgewiesen. Informationen zum Linienverkehr sind in betroffenen Haltestellen angebracht. Die Sperrung dauert bis 4. November. Auf dem neu ausgebauten Autobahnzubringer zwischen Schneeberg und Kirchberg hat es am Donnerstag wieder gekracht. Ein Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Fahrer eines PKW Passat fuhr von der Schneeberger Straße nach links auf die Zwickauer Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Zwickauer Straße aus Richtung Schneeberg kommenden VW Golf eines 20-Jährigen. Wir mahnen zur besonderen Vorsicht an dieser Kreuzung. Seit Eröffnung des neuen Autobahnzubringers gab es dort immer wieder schwere Unfälle, was bereits für Diskussionen sorgte. In Geier haben sich Unbekannte am Autokino in der Badstraße zu schaffen gemacht. Die Täter beschädigten vermutlich mit einem unbekannten Sprengmittel die Außenverkleidung eines ehemaligen Zirkuswagens, in dem sich ein Filmprojektor befand. Die äußere Wandverkleidung wurde dabei abgesprengt. Der Projektor und das eingebaute Projektionsfenster sind erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Tatzeitraum ist die Zeit vom 30. September bis zum 19. Oktober 2016. Die Polizei sucht Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Annaberg-Buchholz unter Telefon 03733 880 entgegen. In der kommenden Woche ist in Schwarzenberg der Schrägaufzug zur Altstadt 3 Tage außer Betrieb. Vom 25. bis 27. Oktober wird die Herbstinspektion durch die Schweizer Herstellerfirma mit Austausch von Verschleißteilen und TÜV-Prüfung durchgeführt. Herbst im Sonnenschein. Unter dem Motto »Der Herbst steht auf der Leiter« gestalten die Erzieherinnen des AWO-Kinderhauses Sonnenschein in Schwarzenberg mit den Kindern über einen Zeitraum von 4 Wochen vielfältige Angebote und Erlebnisse. Unter anderem stand die gemeinsame Ernte auf dem Plan. Auf den Antragsschluss für die Ehrenamtsförderung »Wir für Sachsen« hat der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Kraus hingewiesen. Vereine, Kirchgemeinden oder Städte müssten ihre Anträge bis Ende des Monats stellen.
Für jeden freiwilligen Helfer kann eine Aufwandsentschädigung von 40 Euro pro Monat beantragt werden. Mehr Informationen gibt es unter ehrenamt.sachsen.de. Soweit die Zusammenfassung der Meldungen aus den vergangenen Tagen. Wenn Sie sich weiter informieren möchten, empfehle ich Ihnen erztv.de. Dort hält Sie die Kompaktredaktion stets in Wort, Bild und Video auf dem Laufenden. Zum weiteren Programm: Michael Ö. Arnold begrüßt Sie derzeit zwischen 7 und 0 Uhr zu jeder vollen ungeraden Stunde in erztv das Magazin. Ein ausführlicher Blick auf sächsische Themen folgt täglich um 6.30 Uhr und 18.30 Uhr. Einschalten lohnt sich also. Und Montag, 20 Uhr, beginnt bei uns die Woche mit einer neuen Ausgabe von erztv Kompakt. Ihnen jetzt eine entspannte Zeit. Bis zum nächsten Mal. Glück auf! Unsere Moderatoren werden ausgestattet von Herrenmode Bleil, August Bebelstraße 72 in Schorlau und mit umfangreichem Sortiment auch im Internet unter www.herrenmodewelt.de. Die alte Wanne in eine komfortable Duschwanne umbauen, das kann die Nerven ganz schön strapazieren. Staub, Schmutz und Fliesenschäden können beim Ausbauen der alten Wanne auftreten. Und dann der Lärm. Ganz unproblematisch ist dagegen das Dusche-auf-Wanne-System von Reparbad. Erst Wanne ausmessen und ein passendes Duschwannenmodell aussuchen. Dann die alte Wanne samt Vormauerung und Armaturen demontieren und entsorgen. Es folgen die Vorarbeiten für die Duschwannenmontage, wobei ein neuer Unterbau entsteht und die Abwasserleitung neu verlegt wird. Dann wird die neue Duschwanne fachgerecht montiert und fest mit dem Unterbau verklebt. Schließlich werden noch Ausgleichsprofile auf den bestehenden Fliesen montiert, Wasseranschlüsse erstellt, die Wand mit einer Spezialabdichtung und Glaselementen versehen und die Duschwanne verblendet. Und das in nur 8 Stunden an einem Arbeitstag. Ihre Vorteile? Niedrige Einstiegshöhe, neue Ablaufgarnitur inklusive, hochwertige Acrylduschwanne, pflegeleichte Glasrückwände mit Repa-Clear-Veredelung, Verfugung mit Sanitärsilikon, Einbau durch einen Reparbad-Partnerspezialisten, Erneuerung in nur 8 Stunden und 5 Jahre Gewährleistung. Glauben Sie nicht? Dann sprechen Sie mit uns. Bad und Heizung Uwe Schreiber, Ihr Reparbad-Partnerspezialist in Oelsnitz-Pflockenstraße 69C, Telefon Oelsnitz 3120 oder besuchen Sie uns im Internet www.schreiber-badprofi.de.